Du bist ein alter Spezi, ne? La Majun war genau dein Ding. Lachmachon. Ja, echt. Sorry. Das ist ja sie. Hast ja Dönerismus irgendwie wieder 8 Semester studiert, ne? Hey, willkommen. Ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Happy Worlds und wir legen direkt los mit ein paar Leveln von euch. Wieder mächtig durcheinander gewirbelt, aber sonst nicht weiter stören. Wir fangen an mit Berge 7 Ananas Andy und er schreibt, kommt übrigens auch von Ananas Andy: Hey Bergmann und andere, dies ist mein erstes Level, bitte bewundert euch nicht, wenn die Leute sich teils selbst dezimieren, das ist bewusst so. Viel Spaß beim Spielen und bitte bewertet in Schulnoten. Euer Ananas Andy. Bitte grüße Karl, den Kobold. Hallo Karl, der Kobold. Du hast einen fantastischen Spitznamen. Und bevor ich loslege, vielleicht ein kurzes Wort. Die Folge ist tagesaktuell, dementsprechend kann ich auch tagesaktuell sagen, dass es heute kein Leben geben wird, sondern eine Runde Minecraft PvP. Leben kommt jetzt vermutlich jeden zweiten Tag, weil ihr wisst ja, wir bereiten da momentan einiges vor und da ist ein Tag Vorlaufzeit immer ein bisschen besser. Und GTA geht ab morgen wieder los, dann wurde Abend eine große Aufnahmesession mit dem Gefängnisausbruch. So, hey, toll, dass du mal Level spielst, hab Spaß, danke fürs Spielen. Okay, jetzt lassen wir uns ganz entspannt und viel Zeit mit den Happy Wheels Level nach dieser sehr, sehr langen Anmoderation und... Kommt die noch runter? Nein, alles gut. Okay, ein bisschen Text. Nein, nein! Oh, ja. Ich bin Ananas Andy und werde mir die Welt erobern. Und das nur so, weil ich es kann. Was hast du hier, ein Segelboot? Oder weil... Okay. Oh, Alter. Alter, töte ihn, Diener. Oh, okay. Okay. Die Dezimierung... Achso, das ist jetzt vermutlich die Selbstdezimierung, von dem Ananas Andy sprach. Oh no! Okay, alles klar. Ach übrigens, noch eine neue Info. Ich bin ja so ein Typ, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt, der irgendwie sich alle 2-3 Wochen irgendwie total unwohl in seinem Aufnahmesetting fühlt. Und dementsprechend habe ich mal wieder etwas umgeräumt und ihr seht, ich bin wieder an alter Stelle. Und dementsprechend auch das Regal wieder ein bisschen besser zu sehen. Und da wollte ich demnächst mal ein paar Sachen vorstellen, weil da immer mal wieder ein paar Leute fragen: Hey, was hast du da hinten eigentlich Schönes drin? Und ich habe zum Beispiel auch hier einen neuen DeLorean. Okay, weiter geht's. Wir haben ein paar Leute getötet und immer diese Leute die meine Armeen vernichten. Sie retten immer die Welt wie blöd. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, bewerte das Level doch bitte. Danke fürs Spielen. Ja, also verwirrende Story. Aber kann auch so ein David Lynch-Film eventuell sein. Dementsprechend kriegst du von mir natürlich als Note die gute alte 3+. Und ich würde mich sehr freuen, Ananas Andy, wenn wir von dir noch ein bisschen mehr sehen. So, Berge 7, Michels Wunsch von Yolo Swagger. Ich habe gepupst, du hast gepupst, sie hat gepupst, wir haben gepupst, ihr habt gepupst, sie haben gepupst. Hast du schon mal deinen Pillow-Penis gesehen? Hat er eine Kurve? Wie alt wirst du noch werden, wenn du schon mal 70 warst? P, ich grüße Pi. Okay. So, Michels Wunsch habe ich übersprungen, weil das wieder, ich weiß, und jetzt kann ich mich endlich mal dazu äußern. Da war im Text extrem viel Pille-Palle-Humor. So, und jetzt habe ich letztens gesagt, ich mag das nicht. Und dann kam am Abend die GDA-Folge mit dem, ihr wisst schon, mit der Gestik. Und das ist ein für mich himmelweiter Unterschied, ob ich jetzt mich darüber totlache, dass es so eine Funktion in einem Spiel gibt wie GDA, das ja sowieso ab 18, glaube ich, ist und dementsprechend eigentlich sowieso eine andere Herangehensweise irgendwie bietet. Oder bei Happy Wheels, wo ich ernstes Interesse daran habe, schöne Level von euch zu sehen und die dann missbraucht werden, um irgendwie so ein Pipi-Kaka-Humor loszulassen und irgendwie, keine Ahnung, wo du einfach siehst, da hat sich keiner Mühe gegeben, da will nur einer irgendwie lustig sein und ein bisschen Arschhumor und sowas mit reinbringen. Mein Humor ist es in dem Fall nicht. Ich kann auch über blöde Filme und sowas lachen, aber wenn jemand einfach nur etwas macht ohne Sinn und Verstand, wenn es jetzt ein schönes Level gebaut ist und dann kommt eine Sprechblase und irgendjemand sagt, weil es zu seiner Rolle passt, bla, dann ist es in Ordnung. Aber das ist überhaupt nicht vergleichbar, weil das sind Level, die einfach blöd und kacke sind. So viel dazu. Jetzt gucken wir mal, wie die Berge 7 Mission von Bunny Jump wird, 007. Hey Bergi, willkommen zu meinem ersten Level für dich. Bitte in Schulnoten bewerten. Danke, go Bergi Rangers. PS, dritter Upload. PPS, falls du ihr irgendeinen Grund nicht weiterkommt, guckt mein Replay. Okay, guckt aber bitte mit G.
mein Lieber, beim nächsten Mal. Okay. Hey Berg, ich hoffe, du hast Spaß mit meinem Level. Bitte bewerten. Schulnoten bewerten. Quest 1. Du hast Hunger. Geh Schweine töten für Essen. So sieht das Essen aus. Okay. Was mich skeptisch macht, ist, dass es nur einen Stern hat. Also entweder, ich meine, es sieht ja eigentlich jetzt schon auf den ersten Blick ganz schön aus. Deswegen befürchte ich vermutlich, dass es eher wieder darauf hinauslaufen wird, dass es hier vielleicht ein technisches Problem gibt. Aber wir lassen uns mal überraschen und gehen da ganz unvoreingenommen rein. Jetzt haben wir 5-mal Fleisch. Ist das richtig? Denke ich mal, wenn wir eben 2 getötet und jetzt 5. So, jetzt hast du was zu essen, aber das ist zu wenig. Du musst es braten und für einen Ofen braucht man Stein und für Stein brauchst du eine Spitzhacke. Quest 2, hole Holz und mach eine Spitzhacke. Okay, Bock. Au. Okay, dann müssen wir wohl ein bisschen... Hä? Was ist jetzt los? Oh nein. Alles gut. Da habe ich einmal kurz ins falsche Fenster geklickt. Ich möchte mich gerne dafür entschuldigen und hoffe, dass ihr mich verzeiht. So, jetzt haben wir Holz. 3-mal. Das passt für eine Spitzhacke. Was ist das? Ein Bienenkorb? Natürlich. Ein Crafting Table. Und jetzt haben wir Holz. Jetzt haben wir die Holzspitzhacke. Erfolge. Gut gemacht. Jetzt hast du alles für das Stein. Quest 3. Baue Stein ab, baue Kohle ab und brate dein Fleisch. Okay. Oh, Tipp, falls du hier nicht durchkommst, spring oben drüber. Okay. Jetzt ist natürlich vermutlich eher nicht so optimal, dass wir unser Beinchen gerade verloren haben. Oh nee, bitte nicht. Ha. Da kommen wir nie im Leben durch. Wir müssen irgendwie versuchen, jetzt oben drüber zu springen. Aber ich befürchte, dass wir... Ah, da! Oh, wobei... Ey Leute, jetzt nicht aufgeben. Wir müssen jetzt zusammenhalten. Drück die Däumchen. Oh, das war schon mal die halbe Miete. Nochmal zurück, weil ich zahle gerne doppelt. Und jetzt volle Karacho. Volle Karacho. Oh, da! Okay, okay. Jetzt on! Okay, nochmal. Und wir müssen einfach oben drauf bleiben. Das wäre vielleicht... Das wäre natürlich optimaler. Oh, hallo. Okay, falls du hier nicht durchkommst, spring oben drüber. Okay, das mache ich doch so gleich noch einmal. Excellent. Jetzt such den Ausgang, geh zu deinem Crafting Box und mach den offen. Den Ofen. Na, das sieht natürlich wieder aus wie etwas, wo wir garantiert failen werden. We werden fail. And we'll be great. Because I become a horse. So. Übrigens gestern auch mega polarisierend in der guten alten Twitter-Nachricht, wo ich Leben angekündigt habe. Und ich war schockiert, wie viele Leute mich doch tatsächlich, beziehungsweise mein unglaubliches Oxford-Englisch kritisiert haben. Und tatsächlich das für bare Münze nahmen, was ich da geschrieben habe. Leute. Willkommen im Internet. Nehmt nicht immer alles so ernst. Ja. Okay, jetzt bauen wir einen Computer, craften wir jetzt. Okay, jetzt kommt noch ein bisschen Computercraft dazu. Ich sage dann mal, lass es dir schmecken. Okay. Hey Baggy, ich hoffe, es hat dir gefallen. Hat mir sehr viel Mühe gegeben. Bitte in Schulnoten bewerten. Soll ich mehr Level machen? So. Auf jeden Fall sollst du mehr Level machen, denn ich fand die Grundidee cool, auf jeden Fall. Aber es war, hat sich natürlich ein bisschen gezogen, weil du hast vieles erklärt. Wir konnten wenig selbst machen. Aber ich würde mich auf jeden Fall über mehr Level freuen, weil ich das Potenzial sehe, dass du irgendwann mal, wenn du dich vielleicht auch ein bisschen mit Triggern und sowas beschäftigst, darin richtig schniekes, geiles Level draus bauen könntest. Das gefiel mir auch schon gut, krieg deswegen natürlich die obligatorische 3+. Aber ich würde mich sehr gerne noch über weitere Level freuen. Ich würde mich sehr gerne freuen über weitere Level. Okay, Berge 7 Döner von Berkan rasiert euch. Das klingt auch wieder sehr, sehr vielversprechend. Ich bin gespannt und gebe Berkan natürlich wie jedem von euch eine Chance. Hey Berge und alle anderen zu meinem ersten Level. Es ist ein kleines Quiz über Döner. Fängt geil an. Kannst du bitte Izzy und Samu für mich grüßen und jetzt go, go, Baggy Rangers. Okay, grüße ich natürlich sehr, sehr gerne. Wie viele Kalorien macht ein normaler Döner? 665 oder 550? Ein Döner ist natürlich nahrhaft und gesund und sollte allgemein zu jedem guten Abendessen gehören. Dementsprechend, kleiner Spaß, ist natürlich 665. Ich wollte mal gucken, wie der Tod aussieht hier. Was ist da vorne los? Wir lieben dich, Bergi. Okay, das ist vermutlich der Gerät. Der Gerät, der da an der Wand schon installiert ist. Okay. Und jetzt habe ich ein Problem. Vermutlich, wisst ihr was? Ich change einfach mal schnell den Charakter. Ich glaube, es macht für uns alle hier mehr Sinn, bevor wir uns nachher ärgern, dass wir hier nicht richtig durchkommen. So. Schauen wir mal. Das war natürlich richtig. Naja, genau so. So genau kann man es dann auch nicht sagen, denn er wird überall anders gemacht. Das stimmt. Ich habe auch tatsächlich nur in meiner alten Heimatstadt den besten Döner gegessen. Also hier in Köln habe ich noch nicht gefunden. Ihr könnt ja mal eine Dönerbude empfehlen, wenn ihr aus Köln kommt. Wie viele Kilogramm hat der größte Dönerspieß? Kilogramm. Also 998 Kilogramm.
Alter Schwede. Kurz noch ein Abdönern. Ja, so wird der Döner gemacht bei der Dönerbude, bei der ich letztens war. Habe ich zumindest einen Eindruck. Na, ich sag mal, ja, komm. Ja. Ich hätte vielleicht müsste ich mich eher darauf verlassen, dass es, hier gibt es da ein Konzept. Manchmal kann man ja psychologisch an so einen Quiz auch herangehen. Und die Zahl nehmen, die am wenigsten Sinn macht. Da fährt man eigentlich ganz gut mit. Ich bin jetzt aber auch nicht verlegen, wenn ich jetzt das Döner-Quiz nicht erfolgreich schaffen werde. So, jetzt haben wir noch einen Slow-Part. Alles ganz entspannt. Oh. Okay. Okay. Bergmann, was machst du hier mit... Oh nein, warum springe ich denn? Bergmann. Das war ziemlich dumm. Alter, da muss ich mich wirklich gerade wirklich entschuldigen. Weil da muss ich einen kompletten Hirnaussetzer gehabt haben. Anders kann ich mir nicht erklären, warum ich in einem Slow-Part springe. Naja. Okay, aber wir kommen ja schnell wieder durch. Zack, zack. Nimm die. Ich wollte gerade schon wieder springen. Was ist denn los gerade? Ich bin vermutlich gedanklich einfach beim Döner gerade. Oh, Döner, ich hätte mir so gut. Oh, Mann. Danke fürs Spielen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen. Pass mal auf. Ein Stern finde ich sehr, sehr gemein. Berkan, du, ich fand das Döner-Quiz sehr schön. Dementsprechend würde ich mich natürlich auch sehr, sehr gerne noch vielleicht über ein Lachmachhuhn-Quiz freuen oder über ein. Was gibt's denn noch so für türkische Spezialitäten? Börek. Was? Börek. Börek? Ja. Okay, wie spricht man Lachmachhuhn aus? Lachmachhuhn? Lamajun? Lamajun? Du bist ein alter Spezi, ne? Lamajun war genau dein Ding. Lachmachhuhn. Ja, echt. Sorry. Das ist ja sie. Hast ja Dönerismus irgendwie wieder 8 Semester studiert, ne? Okay. Wir machen weiter mit Berge 7 Indiano Elberg von Alanisk 2002. Hey und willkommen zu meinem dritten Level für dich. Die Bauzeit beträgt ungelogen 30 Minuten. Ich weiß nicht viel. Ich hoffe, es ist trotzdem okay. Ich habe versucht, etwas zu basteln, was du nicht jeden Tag spielst. Und Tipp: Nach den Minen kommt Spikefall. Okay, wir schauen mal rein. Du bist voll cool, Bergi. Jetzt geht das wieder los. Ah nein, Leute, mit sowas. Story, Bergi, Kacke. Was soll ich jetzt tun? Am Anfang hat alles geruckelt und jetzt sind Steine vor mir auf dem Weg. Was soll ich tun? Palle ist noch auf der anderen Stelle. Seite irgendwo. Ich muss ihn finden und dann schnellstens hier raus. Okay. Oh, Minen. Okay. Oh, da haben wir uns aber gut vor Miley versteckt. Ja. Und dann gekonnt im Spikefall. Aber sie hat uns auch vorgewarnt, oder er? Dass da der Spike voll kommt, dementsprechend mein Fehler. Ich gehe mal ein bisschen vom Speed runter. Sind wir schon tot? Drehen. Ah, okay. Aber wir hängen nur fest. Wir hängen doch nur. Wir leben noch. Hundertprozentig, Leute. Aber das kann mir keiner erzählen. Okay. Gut, probieren wir es nochmal. Miley Cyrus! Hab ich ganz vergessen. Okay, alles klar. So, jetzt komm. Ah, es ist aber auch schwierig. Oh, wobei? Oh, hey. Okay, was haben wir? Wie fandest du es? Soll ich mehr machen? Bergi, du bist ja, da bist du ja Palle. Schnell raus hier und dann irgendwie Jubergi, einfach nur geilo. Okay, alles klar. Gut, vielen Dank für dieses sehr, sehr schöne Abschlusslevel. Als Note kriegst du natürlich von mir eine obligatorische 3+. Ihr wisst ja, Indiana Jones kriegt mich immer. Allgemein sehr schöne Level, die heute fälschlicherweise alle fast schon negativ bewertet wurden. Aber kein Problem. Wie gesagt, ich bewerte jedes Level völlig neutral und dementsprechend Bewertungen bedeuten mir rein gar nichts. Wenn euch das Video gefallen hat, dann bewertet das doch sehr, sehr gerne mit einem Daumen hoch oder wir sehen uns ansonsten. War natürlich Spaß. Alles gut. Wir sehen uns morgen wieder. Das wollte ich eigentlich sagen. Zu einer neuen Folge Happy Wheels und Leben und GTA. Heute, wie gesagt, ein bisschen ruhiger. Nachher kommt noch eine Folge Minecraft PvP. Leben dann, wie gesagt, ab morgen. Bitte rastet nicht vollkommen aus und verbreitet die frohe Kunde. Solltet ihr nachher jemanden sehen, der es noch nicht weiß. Leute, euch noch einen fantastischen Abend. Ich freue mich auf morgen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Bergmann.